Heyo, es ist heute Dienstag und ich habe mein Resin nicht umgecraftet bis jetzt. Aber ich habe es vor zu tun. In einer halben Stunde läuft mein Resin voll, dann würde ich sogar 5 Condensed haben für heute. Eigentlich hätte ich vorgehabt, einen Monat Bossmetz zu farmen, weil mir noch eine Menge fehlt, was das angeht. Ja, aber ich habe mich dazu entschlossen, weil heute auch noch das Zeugs ist, was Mona für ihre Talentmets braucht, also Guide to Resistance. Wo ist sie überhaupt? Ja, ganz unten, weil sie Level 20 ist. Ich hab's vergessen. Ups. Genau, weil ich noch nicht ganz genug habe, um sie zu crownen. Und ich sie schon wahrscheinlich vorhab zu crownen und dann auch noch eventuell Elemental Skill zu leveln bis zu Level 6 oder sowas. Ja, um ehrlich zu sein, es ist schon sehr unnötig, ihre Talents zu leveln. Aber. Ja, ich denke mal trotzdem, dass ich es noch machen will, ein bisschen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals benutzen werde, so richtig. Aber. Ja, ich meine, ich werde wahrscheinlich auch Dori nicht so richtig benutzen, wenn ich sie dann level. Aber ja, wie gesagt, dementsprechend, weil heute ihre Talentmats dran sind, würde ich ein bisschen Resin für diese ausgeben. Was es dann abgeht, aber bevor ich natürlich in die Domain gehe, würde ich natürlich noch testen, wie viel ich von den Materials überhaupt habe. Weil man kriegt ja noch ein bisschen mehr, wenn man rübercraftet. Also man kriegt so ein paar Boni. Wo sind die überhaupt hier weiter oben? Genau. Deshalb wollte ich, bevor ich in die Domain gehe, noch ein bisschen was umcraften. Ach, ich dachte gerade, was macht die Amico? Aber ja, stimmt. 10% Schuss ist das Beste, was es gibt. Dann schaue ich mal hier. Kriege ich irgendwelche gedoppelt? Keinen. Das ist nicht so geil. Und man braucht von denen hier insgesamt 21, soweit ich weiß. Man braucht 9 fürs letzte. Nein. Wait. 2, 4, 6, 9, glaube ich, oder? 2, 4, 6, 11, 10, 21 doch. 2 plus 4 macht 6, plus 6 macht ja doch. Okay, also muss ich 7 übrig lassen. Genau, 21. 2 Boni. 34. Man braucht auch noch ein bisschen mehr, weil. Ja. Okay, dann denke ich mal, gehe ich für mindestens 3 Condensed Resin heute in die Domain. Weil, wie gesagt, ich will noch eventuell den Elemental Skill auch noch zu einem gescheiten Level bringen, deshalb. Ja. Genau, das sind Dailies ganz normal für Xelo. Und ich muss gerade nachdenken, ob ich noch irgendwas anderes machen will, aber nein. Ich habe ja nur einen Friendship Character derzeit. Das ist Exelon, bald Friendship 8. Sollte auch heute sogar Friendship 8 werden. Ja, genau. Sollte jetzt Friendship 8 werden, wenn ich in Serenity Pod gehe. Also mache ich das mal. Jo. Hallo Tabi. Genau, Trust Rank, das. Friendship 8 auf Xenonen, genau wie ich es gesagt habe. Ja, ich muss gar nicht nachschauen, es ist Dienstag, ich habe am Montag schon gekauft, also gestern. Dann. Oh, eine Sache, die ich vergessen habe, ist das Check-in Reward. Ist die Check-in Reward abzuholen auf. Wer ist nochmal? HoYoLab. Genau, das war's. Ja. Das wird man dann gleich sehen, dass ich das per Mail bekomme. Es ist nämlich 18:10 Uhr, deshalb ist es schon ja nach der Uhrzeit, wo man das sich abholen kann. Ah, tatsächlich stimmt, weil wir inzwischen wieder in der Winterzeit sind, ist es schon ab 17 Uhr möglich. Und der Daily Reset ist auch um 4 Uhr wieder, nicht nur um 5 Uhr. Ich hoffe mal, ich kriege hier ein bisschen was Gescheites raus an. Wait, habe ich kein Xelon National? Okay. Dann mache ich hier raus Xelone National. Aber mit Yelan, oder? Na, nee, okay, mit Exegear. Bennett, Excel hier. Also. Oh, Pirate Image Bonus kriegt man sogar. Nice. Wow, wait, what the fuck? 90k ist cooked. Aber stimmt, man kriegt ja 75% Damage Bonus hier. Ist trotzdem cooked. Was ist das?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mein Ex L sehen würde, wie sie close to 100k mit Pyronado Hits procked oder hittet, wie auch immer. Möchtest du call? Fragt Moon. Ja, klar. Ach, wait. Ich habe schon Resin umgecraftet gestern. Ist mir neu. 4F, ich hasse mein Leben. Ich wusste, sobald Murmeli im Call ist, kriege ich Pech. So wäre Murmeli nicht da, hätte ich so drei Forces bekommen. Hier 90k, Digga, was ist das? Sind auch nur 94k in Grobe. Du siehst aus, würdest du nicht deine Nilu-Blumen brauchen, oder? Was? Du siehst nicht danach aus, als würdest du deine Nilu-Blumen brauchen, hab ich recht? Nein. Wann brauchst du denn Nilu-Blumen? Seit ich mich entschieden habe, dass ich mal, wie gesagt, alle meine Charakter level. Ich habe jetzt Nahida gelevelt, ich habe jetzt Florent gelevelt, ich habe jetzt Elhaven gelevelt. So, schau mal, ich räume meinen Account auf, aber Ayaka wird nicht gelevelt, so. Aber. Ja, okay, nee, dann darfst du keine Nidoblume mitnehmen. Nee. Okay. Mit dieser Aussage hast du es dir verloren, das war's. Und für was soll ich Ayaka leveln? Weil es Ayaka ist, natürlich. Und dann. In was für einem Team soll ich sie spielen? Ja, muss ich es noch aussprechen? Du. Nouvellette, Farina, Kazuha und dann Ayaka einfach so als Platzhalter, so, sie macht nichts, aber. Ich meine, theoretisch wäre das sogar noch ein ziemlich gutes Team. Wenn du Ayaka siehst, vorhättest. Was macht denn das gut vor? 40% Resistance Shred. Oha, what the fuck? Das ist actually stark. Kisakobi, du hast dir damit fast einen Timeout verdient. Das ist bodenlos. Er hat gesagt, based Murmeli take wegen Ayaka. So, damit hat er sich fast schon Timeout verdient. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will hier. Ah ne, es gibt noch einen Charakter, den ich wahrscheinlich nicht level und nicht baue oder erst sehr spät. Schalt. Meine Ex hat gerade 61k mit einer Charge Tech gehittet. Das ist ja stupid. Mit einer Charge Tech. Ja. What the fuck? Hast du irgendwie Bennett Charakter gehabt, oder? Ich war einfach nur in dieser Art, in dieser Talent Domain für Mona. Und hab mit ihr gewebt auf einer Charge Tech und ich mein gemeldet. Aha. Und damit hat Sakobi sich einen Timeout verdient. Was hat er geschrieben? Hat gesagt, niemand will Ayaka sehen. Also ansehen würde ich sie schon, so. Das Design ist gut, aber... Oh, okay, das ist based. Ich meine, das Design ist cool, aber eben, ich finde halt ihr Kit nicht wirklich geil. Ja, schade. Ich finde es ja auch schade, ich meine, ich habe sie für sie gepullt. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, keine Ahnung, vielleicht kommt er mit der Cryo Region irgendein komplett OP-er Cryo Support. Ja, es ist eigentlich größtenteils, weil sie zu viele Bosse reintun, die nicht freezable sind. So Ayaka wäre bis vor allem vor ein paar Monaten noch insane gut. Nicht insane gut gewesen, aber sehr gut. Sie wäre definitiv so irgendwo in Richtung Navia-Level. Hätte Oha. Freeze funktioniert. Ja, sie, Bro, ihr Damage ist nicht gering so. Ihr Damage ist nicht so komplett over the top, aber du musst wissen, Navias Damage ist auch nicht over the top. Navia ist nur Platz 3, weil sie erst vor kurzem Xelon bekommen hat. Und weil sie sehr viel Quality of Life hat. Ayaka hat arguably mehr Quality of Life. Und sogar fast wenn mehr Schaden. Funktionieren würde, ja. Es ist insane. Also, würde Freeze funktionieren, wäre sie wahrscheinlich so bis Mitte Sumeru einer der besten DPS gewesen. Aber welche Waffen spiele ich auf Ayaka am besten, wenn ich nicht ihre Signature habe? Okay. Schade, dann würdest du Amenoma Kageuchi spielen wollen. Average Ayaka Fan Coping. Ich habe nicht gesagt, dass Ayaka insane gut ist in der jetzigen Meta, aber es ist recht offensichtlich und da könnten auch TCs mit zustimmen und Frosch hat auch zugestimmt. Und ich bin übrigens deutlich besser als du in diesem Spiel, was vor allem Theorie und aber auch Durchführung der Rotations angeht.
Das heißt, ich weiß nicht, was du laberst. Ich weiß besser über das Spiel Bescheid als du. Anyways, ist auch nicht schwer. Aber trotzdem, wenn du versuchst, irgendwas Weises zu sagen. Erstens, meine Aussage ist wahr. Es ist auch nur ein wäre das der Fall, was es nicht ist. Und zweitens... Bro, was spielst du für Teams? Du spielst Yaemiko. Plus Raiden. Und willst dann nicht mal für irgendwie fucking... Wer ist die? Willst nicht mal für Xilonen pullen. So, es macht überhaupt keinen Sinn. So, ja, aber will ich doch nicht. Und, ja, aber ich will mir halt einen drauf runterholen und ich will... Und ich finde Xilonen halt zu dunkelhäutig. Weil, ja, und... nee, also... Ich wedel mir lieber einen auf Yaemiko einen runter, ja. I don't know. Weil ich bin hier actually hergekommen aus anderen Gründen, als herumzulaufen. Ich wollte eigentlich hier Sachen craften. Anyways. Ja, ich muss drei übrig lassen. Boah, ich muss ein kurz Bonus. Überlegen. Welches. Warte schnell, ohne dass du es mir jetzt sagst. Wenn du meinst, Artefakt XP Farmer. Ja. Okay, cool. Ich meine, wenn es als Beleidigung gedacht ist, I guess. Wie viel braucht man nochmal? Man braucht 4, 6, 12, 6 und, 16. Also braucht man 38. Oh, ich habe perfekt genug. Wait. Ich habe genug für 2, 6, 10 Talents auf Monat. Das reicht. Perfekt. Sehr schön. Ja. Mehr will ich vorerst auch nicht fahren, weil das kommt mir sehr unnötig vor. Jetzt bin ich überfordert. Mit was? Ich bin wahrscheinlich jetzt so die dümmste Person auf Erden, oh ja, dass ich das frage. Ja. Aber, mit meinem Nilo-Team, ich würde jetzt Nilo, Nahida, Yao, Yao und dann wahrscheinlich noch XQ einfach, oder? Ja, warum nicht? Du kannst, also, Bro, sobald du Yao, Yao drin hast, kannst du legit jeden Hydro reinslotten und das ist weder, also okay, du würdest nicht Mualani reinslotten wollen, aber so jeder andere Hydro ist gut in dem Slot. Einfach genau, weil der Korn Nahida, Nilo und Yao Yao schon so OP ist. Plus dann ist er gut. Ja. XQ ist halt angenehm, wenn du sagst, du willst sehr viel Hydroplication haben, die dir herumfolgt. Nicht so wie mit Kokomi. Ich mag es auch eher wahrscheinlich mit Yao Yao zu spielen. Oder mit... Ah, fuck. Oder mit Kok. Nicht mit Kok, mit Yao Yao oder mit Kirara zu spielen. Weil du dafür halt deine Hydro Application sozusagen mit dir folgen. Jacobi, nimm Barbara. Ja, das Lustige ist, es geht voll. Zugegeben, ich würde nicht Barbara nehmen, wenn du schon Yao Yao hast, weil Barbara benutzt du dann einfach nur, weil du dann Tida hast. Ja, aber ich meine, wen soll er sonst benutzen? Schau, was er schreibt. Ja, er sagt, ja, was will er benutzen? Ja, jeden, literally jeden einzelnen Hydro kannst du benutzen. Ja, außer Mualani, aber die du hast doch sowieso nicht. Oder? Willst du noch Barbara nehmen? Oder Candice, wenn du die C6 hast? Nein, das ist ja, Candice kannst du auch schon pre-C6 benutzen dafür. Ah, ja, stimmt. Wäre Mona okay, ja. Okay, Mona ist halt einer der Charakter mit weniger Hydro-Application, aber ich kann dir... Ich kann mal kurz schauen. Halt bei Mona ist es halt ein bisschen nervig, dann auch mit der E. Ich weiß nicht, ich finde die E, die ist nicht so geil. Zum Hitten, ich weiß nicht. Ja, Mona hat, ist erstens auch stationäre Hydro Application. Das heißt, sie folgt dir nicht herum. Und zweitens, sie hat weniger Hydro Application als Kokomi, also gefällt mir das nicht. Also, welche ich am meisten mag, persönlich. Ja, Kokomi hat er nicht von mir aus. Ja, ist auch egal. Ayato ist ziemlich gut. XQ ist ziemlich gut. Yelana ist ziemlich gut. Candice ist ziemlich gut. Farina ist ziemlich gut. Ich weiß, die zwei kannst du nicht abgeben. Hast du wahrscheinlich nicht und hast du wahrscheinlich nicht. Ja gut, dann gibt's halt noch von mir aus Barbara, Mona, Child, also Child vielleicht eher nicht, der ist Cancer. Barbara ist ziemlich okay, aber würde ich halt nicht nehmen, wenn du schon andere Nichida hast und Mona ist auch okay.
Wobei ich dann ja, lieber Barbara schon fast nehmen würde. Oder ja, ich würde auch Barbara nehmen. Hab außer Freena, Nilo und Mona keine Hydro-Fights, ja, dann würde ich einfach Candace spielen. Wirklich? Ja, ich sehe. Ja. Ich habe Candace noch nicht getestet. Ich hab... Das ist nur ein Bauchgefühl. Das ist... Also ich weiß es actually nicht, aber Mona ist... Mona habe ich natürlich auch noch nicht getestet, weil Mona habe ich auf diesem Account noch nicht gebildet. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass Monas Hydroplication einfach Cancer ist. Ich habe Candace noch nie richtig gespielt. Ja, ich habe sie auf Level 6 oder so. Ne, ich habe sie auf Level 20. Ja, ich auch. Ich frag mich eigentlich, was sie macht. Was? Also ich hab keine Ahnung, was sie macht. Ja, ihr Elemental Skill ist ein bisschen so wie der Beidou Elemental Skill, bloß dass es halt nur in eine Richtung geht. Und dann hat sie halt noch mit dem Elemental Burst, gibt sie ihr Hydro Infusion auf deine Charakter. Also zumindest für die Melee-Kämpfer natürlich, für die Catalyst und Bow-Wielders zählt es wie immer nicht. Digga, du bist so stark. Es ist so dumm. Wait. Was hatte ich gerade gesagt? Candace, ah ja, genau. Die Elemental Burst gibt ihr Hydro Infusion und noch 20% Hydro Damage Bonus. Ne, Normal Tech Damage Bonus und noch Hydro Damage Bonus. 20% Normal Tech Damage Bonus im Elemental Burst und Hydro Damage Bonus kriegst du, glaube ich, auch noch ein bisschen abhängig ihrer eigenen HP. Ah ne, sogar jeden einfach. Also All Damage Bonus. Jeder bekommt Hydro Damage Bonus. Nein, nein. Der Onfielder kriegt 20% Normal Attack Damage Bonus. Aha. Und du kriegst noch allgemein All Type Damage Bonus. Wait, what? Alle dann bekommen das. Nein, nein, All Type. All Type Damage Bonus heißt einfach, dass der Onfielder es bekommt. Das heißt nicht, dass die Offfielder es auch bekommen. Der Onfielder bekommt es. Ah, ja, aber also so alle, die Onfielder sind, bekommen das. Ja, ich glaube schon, wohl die. Alle, die gerade Onfield sind. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ah, ne, wait, es ist actually nur Normal Tech Damage Bonus. Ah, ja. Und ihr Elemental Burst gibt ihr auch 20% Damage Bonus, oder? Dann. Ja, es ist Normal Tech Damage Bonus. Es ist nur für Mualani besonders gut. Für andere ist es ziemlich mehr. Ja, für alle Kinos ist es auch gut dementsprechend, aber ja. Hat Candace Hydro Infusion nicht nur eine 33% Uptime? Sagt wer. Duration 9 seconds. Cooldown 15 seconds. Ich weiß nicht, wie du auf 33% kommst. Das ist. Genau. Ja. Also, ich glaube, das ist. Wie viel? Genau 60%. Geteilt durch 3 macht 3 von 5. Genau 60%. Oh, never mind. Ja. Sollte ich dann die Yao Yao replace mit irgendwas, wenn Barbara drin ist? Ich würde generell lieber statt Yao Yao Kirara spielen. Einfach. Kirara Barbara wäre ein Play. Ich finde Yao Yao ist der Gold, deshalb muss man sie im Team haben. Du willst nur das Kind spielen? Ich sehe. Nein, Bro, aber ich finde ihren Burst so witzig. Ja. Energy Recharge HP. Ja, wer weiß, vielleicht behalte ich das sogar. Tatsächlich. Mhm. Wäre Collie Barbara möglich? Ja. Ich würde es nicht machen, weil Collie eher ein Speedrun-Charakter ist. Das heißt, sie hat sehr guten Damage Overtime. Nicht Overtime, sondern sie hat sehr guten Damage. Frontloaded Damage. Das ist so wie mit Ayaka. Es ist sehr viel Frontloaded Damage, aber Damage Overtime ist gering. Wait, wie viel ist gerade? Was macht. Also, wenn ich jetzt den Elemental Skill wie mache von Candace, das macht ja nur einen Hydro Hit jetzt. Ja. Der Elemental Burst gibt dir Hydro Infusion. Ah, okay. Ja, warte. Ja, okay, ich bin Burst. Oh, das folgt dir sogar. Es ist Hydro Infusion. Das ist auf deinem Charakter. Es folgt dir nicht, es ist. Egal. Doch, doch, es kam so. Oder es ist wegen einer Constellation. Es kam so Wasserexplosionen um mich rum. Ja, das ist die CC6. Aha, ja, okay. Aber es ist nicht wirklich ein, es folgt dir, das ist halt einfach das. Na, ja, egal. Ja, ich war mir gerade eben nicht
Nein, nein, das meinte ich, weil ich war mir nicht sicher. Weißt du, ich dachte, das war ihr Burst, diese Explosion. Aber ich wusste halt nicht, dass es eine Con ist. Achso, das passiert, wenn sie im Elemental Burst ist. Ja, ja, genau, weil ich habe dann halt weggeswitcht und alles, was ich dann halt vom Burst mitbekommen habe, war halt ja. Das. Wenn du Charakter switchst während dem Elemental Burst, macht es ihre C6 so, dass du halt, naja, halt eben diese Hydro-Hits abgibst. Ja, ja, genau, deshalb, ich dachte gerade, das wäre ihr Burst. Ja, es ist ja auch Teil ihres Bursts dann, mit der C6. Ja, ja, aber ich dachte, das wäre ihr normaler Burst. Also ich dachte, das ist... egal. Ach so. Es ist nicht im Base-Kit drin, aber es ist in der C6. Freena ist sowieso die bessere Hydro Infusion, ja, sure. Du sprichst von C6. Wait, warum mache ich Jump Cancels? Ich habe mich zu sehr an C0 gewöhnt. Ne, habe ich eigentlich nicht. Es ist komisch auf diesem Account. Was? Hu Tao? Ja. Ja? Dieses Banner? Nein. Schon lange her. Ja. Das ist 1,5 Jahre her oder sowas. Oh. Das war, glaube ich, die eine Pulling Session, wo du nicht dabei warst. Ich bin mir nicht sicher. Naja, also die letzte Pulling Session, die du gemacht hattest, war ich auch nicht dabei und ich wette, da warst du auch nicht gerade lucky. Doch, da habe ich in Single Pulse Early 5-Star 50-50 gewonnen. Ich weiß ja nicht so. Aber auf dem dritten Account halt. Aha, ja, aber der dritte Account, der ist eh immer lucky. Nee. Oder? Nein. Der ist nur dann lucky, wenn du nicht zuschaust. Ich glaube, da täuscht du dich. Ah, sure, okay. Und schön weiter in meiner Anwesenheit. Das Glück muss abgesaugt werden, Chinglin. Ich überlege tatsächlich, es extra so zu machen, dass du nicht zuschauen kannst. Ich kann dir sowieso die Aufnahmen zeigen im Nachhinein. Aha, ja. Macht Sinn. Aber dann. Okay, schade. Ja, sure. Dann muss ich mir ein anderes Opfer suchen. Weil wir den 60 bis 80k Wutau Charges genug für Floor 12. Es kommt drauf an, von welchem Team wir reden. Wenn wir von einer Hyper-Hutau reden, nein, nicht mal annähernd. Wenn wir von einer Hutau reden, die einfach nur on-field ist und der Driver vom Team ist, dann ja. Aber eine Hutau, die nur 60 bis 80k Charge Attacks macht und das ist so der einzige Team Damage gefühlt, dann wird's schwer. Execute Farina Bennett. Schade. Ja. Wird wahrscheinlich reichen, wenn du auf der anderen Seite eine Village spielst. Nee, die Sache ist halt, auf dem dritten Account habe ich mir angewöhnt, jetzt Dash Attacks zu machen. Und auf diesem Account habe ich mir angewöhnt, Jump Cancels zu machen. Was überhaupt. Ich meine Dash Cancels, sorry. Weil ich habe mich eigentlich ja über den Main Account angewöhnt, Dash Cancels zu machen. Wegen C1 und alles. Und dann bin ich auf meinem dritten Account und mache die ganze Dash Cancels. Und habe keine Stamina mehr, so nach 3 Dashes. Weil, naja. Charge Attack verbraucht 25 Stamina und Dashen verbraucht 20 Stamina. 45 Stamina mit einer Charge Attack plus Dash ist halt. Lässt halt deine Stamina aber sehr schnell verschwinden. Und hier ist es dann halt so, dann habe ich gedacht, okay. Oder jetzt ist es irgendwie so ein bisschen Muscle Memory. Lass mal doch eher Jump Cancels machen. Und wenn ich Jump Cancels mache, dann. Ja. Und ich sie auf diesem Account mache, dann ist es irgendwie so ein DPS-Loss von so stabilen 30% gefühlt. Ich habe es in R20, aber. Ja. Ich hoffe, im nächsten Patch kommt hoffentlich keine Pharosan. Bitte nicht. Oh, ich auch. Egal, nochmal wegen der Frage XQ, Farina Bennett, also ob das dann passt mit dem Team. Wenn du eine gut gebildete Farina hast mit Damage und einen gut gebildeten XQ mit Damage, könnte es okay sein. Du sagst halt, Bennett ist eine Hutau. Ist ein Hutau DPS Increase. Ja, aber dann spielt er halt auf der anderen Seite sein komisches Raiden Albedo Yalmeko Team, so dann, ja, schade. Die Frage ist halt, was meint er mit Clearen? Meint er mit Clearen 9 Sterne auf Floor 12? Weil dann glaube ich nicht. Mit seinem anderen Team.
Wenn er meint, einfach nur 6 Sterne bekommen oder so, dann easy, ja. Ich meine, 6 Sterne zu bekommen ist schon deutlich leichter als 9 Sterne. Das ist noch ein Grund, weshalb du für die letzten 3 Sterne 100 Prime Gems bekommst statt den 50. Warte, die geben mehr? Ja, inzwischen schon. Du weißt doch, der Biss hat, gibt jetzt inzwischen mehr Primus als früher. Ja, stimmt. Und dann gibt's zwar noch mehr. Was die letzten. Genau. Die geben jetzt doppelt so viele Rewards. Let's see. 141. Hey, Bro, das ist so dumm. Was denn? Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich habe gerade nochmal Yaimiko-Ding angeschaut, so hier. Ich finde, sie macht so wenig Schaden. Ja, sie macht nicht sehr viel Schaden. Plancha ist okay. Und sie ist das halt besser in AoE als in Single Target. In Single Target ist sie schon. Zumindest wenn man sie unfield spielt. Wenn man sie auch viel spielt, ist sie wahrscheinlich doch besser in Single Target. Mit unfield hat sie halt so eine riesige AoE mit ihren Normal Attacks. Also riesig für damalige Catalysts. Normalerweise haben Catalysts ja so Single Target Attacks. Ja, ja. Aber ich finde sie trotzdem irgendwie cool. Also ich fand sie cool. Ich weiß nicht, irgendwie. Sie ist so ein bisschen irrelevant geworden. Ja. Sehr. Ich meine, sie war eigentlich schon relativ irrelevant, aber jetzt ist sie komplett irrelevant, weißt du, was ich meine? Ja, also meta-relevant war sie, glaube ich, noch nie so richtig. Nein. War sie noch nie. Ich meine, Aggravate-Team, sie hatte mal das beste Aggravate-Team im Spiel, glaube ich. Das kann gut sein. Ich meine, ich habe für sie damals gepult, als sie rauskam, so. Ja, da war sie noch recht gut, denke ich. Es geht. Also, ich war dort nicht tief drin. Ich habe einfach für sie gepult, weil ich fand sie cool. Ich fand ihre Burst-Animation war irgendwie cool. Ich fand sie so von den Animations. Magst du, wenn sie burst? Wenn sie burstet? Oh mein Gott. Was? Nein, aber ich finde sie jetzt schon irgendwie ein cooles Design, ich weiß nicht. Ja, ich muss sagen, ich mochte sie nur. Ich habe sie nur gepult wegen dem Gameplay. Also legit. Ja. Ich habe halt. Ich erinnere mich. Ach nee, never mind. Ich kann mich kaum noch erinnern, damals haben wir Spanner. Ich wollte damals mal Kokomi pullen. Boah, ich habe Kokomi gepult aus komischen Gründen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wieso? Ich wollte Kokomi pullen für ein National Team, damit meine XL leben kann. Ich wurde da so von Syux gegaslightet. Er hat gesagt, Kokomi hat genug Hydroplication damit genau. Sie auf jedem Hit vapen kann. So, Bro, das ist so gelogen. Genau. Scheiß. Syux ist auch ein bisschen am Trippen. Ja. Ich meine, er sagt halt ansonsten kaum was. Ja, aber wenn er dann mal was sagt, dann ist es katastrophal oft. Nein. Actually nicht, so, das ist halt eine dumme Aussage gewesen, aber ansonsten sind die meisten Sachen, die er sagt, schon noch richtig. Also ich habe also schon nicht so viel, aber von dem, was ich gesehen habe, fand ich die Dinge nicht. Egal. Okay. Ich meine, sagt er, ich weiß nicht, ich verfolge nicht so sehr. Er hat halt kaum Aussagen, er sagt einfach DPS, Build Crit, Build Attack oder Build Crit, Build HP. Er sagt ja zumindest, dass es einen Breaking Point gibt, wo du IM, also bis wohin du IM bilden sollst, so zum Beispiel Utop. Das heißt, er sagt halt so basic information, die auch stimmt. Ja, wenigstens das so. Aber es ist dann halt so nichts Besonderes. Ja, aber ich sag, es ist dann auch nicht schlimm. Ich meine, es ist vor allem so einfach casual player. Ja, erst filthy casual. Also mit filthy heißt es einfach nur so, erst so komplett casual guide. So seine Guides bringen so gefühlt überhaupt nichts für advanced players. Ja, aber ich meine, es ist dann cool so. Wenn er wenigstens dann nicht komplette Kacke labert, weil ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie schlimm sie Jeff ist, aber. Wie schlimm ist sie Jeff? Hast du nicht schon mal Sachen von ihm gehört, so was er gelabert hat für eine Scheiße?
Also, ja. Schon so. Ja, dann hast du es doch schon. Ja. Wie viel Scheiße labert er? Ja. Ich hab das Gefühl, er will einfach irgendwie so besonders sein. So, er will irgendwie so tun, als hätte er so die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht in der Genshin Meta. Keine Ahnung, ich glaube, er ist einfach nur fucking delusional. Ah, wait, actually, ich hab wieder genug Resin. Ich geh nochmal kurz zwei Artefacts kurz mitnehmen. Die Nidoblumen sind nicht schwer zu bekommen, oder? Welche sind das nochmal? Was sind die? Palisara. Palisara. Ja, ja, wait, lass mich kurz nachschauen. Na. Wait, es gibt bloß nicht so viele von denen. Doch, doch, ich bekomme auch richtig viele, wenn ich die Aranara Quest gemacht habe. Richtig viele, sagst du? Ja. Definiere richtig viele. Ich glaube so, es gibt dann so einen Spot, wo so 10 sind oder so. Wow. 10 Stück für die gesamte Aranara Quest. Hey, ja, aber die respawnen ja auch. Also es ist, du unlockst dann einen Spot, wo die dann immer nachwachsen. Actually? Ich glaube, ja. Das ist dort, wo du musst so Palisara. Ich weiß, wo die sind, aber als ob die nachwachsen. Ja, tun sie. Das schaue ich gleich nach. Das muss verifiziert werden, das ist neue Information. Aber das sind nicht die an den Feldern. Das sind, wenn du bekommst ja immer so Samen, glaube ich. Ja, ich weiß schon, wovon du sprichst. Ich habe die Quest auch gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob du so jahreskrank bist, aber... Ja. Ich meine, wo sonst hätte ich sie einsammeln sollen? Von? Ja, sie sind nachgewachsen. Ah ne, das sind andere, das sind die Parias. Nevermind. Das sind safe und juicy. Ja. Hab ich sie verwechselt, aber was sind die welche? Die sind Parias. Ne, wahrscheinlich nicht. Palisaras. Ich glaube, es gibt so 50 pro Welt, also sind einfach nervig zu fahren. Weil es nicht so viele von denen gibt, aber. Ist nicht so, wie wenn sie schwer sind zu fahren. Das sind so eher bessere zu fahrende Blumen. Okay. Nicht so wie Baiju. Those who know. Hat er dieselben wie Chi-Chi? Ja. Das Schlimmste daran ist nicht nur, dass sie an Wänden wachsen, sondern dass sie so vereinzelt an richtig hohen Wänden wachsen. Ich weiß, weil ich habe damals Chi-Chi gespielt in der Level. Wow. Sie war damals in meinem mega starken Team. Heya, Mona, Chi-Chi und Zhongli. Dann habe ich Chi-Chi später ersetzt durch Yae Miko. Ja. Hey, was hat sie überlebt? Oh, wait, ich habe die gar nicht getroffen. Wait, hallo? Stimmt die Idee? Schade, dass ich jetzt diese Blumen normal farmen muss. Ich habe schon gehofft, dass die dort tatsächlich wachsen. Aber diese Blumen, die es dort jetzt hat, die sind Ass, oder? Was? Die Dingsabums irgendwas. Die Viparias. Viparias? Was willst du mit Viparias machen? Die Ass. So. Ich weiß nicht mal, was sie so machen. Was? Ja, eben, ich auch nicht. Deshalb frage ich ja. Ich habe das Gefühl, die haben gar keinen Anwendungszweck. Vielleicht irgendwie, um so ein Möbel in der Kanne zu machen. Das könnte ich mir gut vorstellen, das wäre so ein richtiger Genshin-Move. So, du hast 10 Stunden hierfür gearbeitet. So, jetzt kannst du ein Möbelstück in der Kanne bauen. Oh ja! Das ist for real so. Ich habe auch so viel random Shit in meinem Inventory.
Und ich bin mir sicher, der meiste davon kannst du halt nicht benutzen, weißt du, was ich meine? Ja, Paddy Soros, wait, sie wollte andere, ne? Ne, sie will Paddy Soros haben, hä? Wait. Ja. Ich wusste gar nicht, dass hier auch welche wachsen. Okay. Ich denke, ich noch kurz zum Spot. Wo du gesagt hast, wo sie nachwachsen. Nein, nein, da tun sie nicht. Das sind die Falschen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das sind die Viparias an dem Spot. Wait. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Kingdom zu tun hat. Falls du weißt, was ich meine. Oh, ob ich es auf Tag stellen muss, meinst du so? Eventuell. Ja. Ja, ich glaube nicht am Tag bekommst du dort nur so Lauch oder so eine Scheiße. Deshalb ich erinnere mich nach. Ja, nein, am Tag bekommst du dort nur so Trash. Oder? Ah. Ja, ich krieg hier nur Sweet Flowers, aber ich nehme die mit. Ey, die sind actually gar nicht mal so erst. Die nehme ich, ich stell's kurz um und hol mir die. Weil ganz ehrlich, diese Viparias, die sind komplett useless. Kannst du nur eins einsammeln von denen? Das heißt sozusagen so, ein Spot existiert hier und den kannst du entweder bei Tag oder bei Nacht einsammeln. Und wenn du ihn bei Tag eingesammelt hast, darfst du die gleiche Blume nicht mehr bei Nacht einsammeln. Boah, ich bin mir nicht sicher. Genau. Wie viele Sweet Flowers habe ich denn? So 2000 wahrscheinlich, irgendwas. Bro, ich bin blind. 3800. Gut. Aber ich habe fast schon das Gefühl, warte, dass alle Party Saras, die du eingesammelt hast, bei mir jetzt in diesem anderen Kingdom Viparias sind. Ja, wenn du es auf Tag stellst, sind es Party Saras. Wenn du es auf Nacht stellst, beziehungsweise auf das Imaginarium Dimension oder wie immer das heißt, dann sind es Vartrias oder wie immer die Dinge heißen. Sie, okay, ja, dann schaue ich jetzt mal, weil ich habe außersehen eine Viparia eingesammelt. Das wäre natürlich jetzt nicht geil, wenn das jetzt weg ist, die Patizara. Ich schau kurz, ob das überhaupt abhängt voneinander. Nein, tut's nicht. Ah. Ist noch das da, jetzt oder? Mal... Ja, ist noch. Ist noch da. Das wäre so ein kleines Game gewesen. Hm. Ey, so nervig. Chaska wird wahrscheinlich so cool werden und ich kann mich freuen. Ja. Tja. Was denkst du von Chaska? Ja, habe ich es nicht schon mal geäußert? Ich weiß nicht, ich war viel groß. Also, weil als ich mit dir über Chaska... Oh, warte, bist du in dem Creator-Programm? Nein, ich habe gesagt, für diese Version existiert es nicht. Ich werde es schon sagen. Aus dem sind sowieso zweite Bannerhälfte, da existiert das nicht mal. Es existiert immer nur für die erste Bannerhälfte. Genau, also, wir hatten nur mal drüber gesprochen, bevor sie gebufft wurde. Wait, what hab ich... Was, ich hab Gate of Phantasm bekommen. Was ist... Hä? Nevermind, sorry. Ja. Juhu. Eine Dekoration. Ja, ich weiß nicht... Ich glaube, das war nach einer Quest und ich hab's einfach nach der Quest nicht eingesammelt. Die Quest muss mindestens ein Jahr her gewesen sein, als ich die gespielt hab. Das war noch damals, als ich... Nee, es muss 1,5 Jahre her gewesen sein, fast. Ich hab's nie geklärt. Also, stark. Ja, also wir hatten nur mal über sie geredet, vor dem Buff, glaube ich. Also, du hast wahrscheinlich noch mal über sie geredet, aber das Letzte, was ich von dir gehört hatte, war, bevor sie gebufft wurde. Also als sie noch eher schwächer war. Wait, hat sie überhaupt einen Damage-Buff bekommen? War das nicht nur der Flug-Buff? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, in welchen Hinsichten sie genau gebufft wurde. Ich weiß aber, dass sie gebufft wurde. Chaska wurde gebufft, ne, meint sie wurde gebufft. Ja, dann doch. 5 Charge Attacks. Ja, nein, dann. Ja, sie macht, glaube ich, einfach auch mehr Damage, oder? Ja. Ja, also sie ist jetzt relativ gut, laut Frosch. Ich weiß nicht. Ja.
Ich hab schon. Also sie ist nicht. Ich meine, sie ist wahrscheinlich so ein Kinich-Level, denke ich mal. Ich glaube vielleicht ein bisschen stärker als Kinich. Weil bei Kinich. Ich glaube, du unterschätzt, wie stark Kinich ist. Das kann sehr gut sein. Kinich ist schon, also zugegeben, ohne Signature ist er signifikant schlechter. Mit Signature hat er so ein 30% Damage Bonus, musst du wissen. Ja, okay, what the fuck. Er kriegt in einer Rotation meiner Erfahrung nach so 4 bis 5 Skills, normalerweise so, ja, 5, 4, 5 sind realistisch. 6 ist glaube ich nicht mehr so möglich und 3, da musst du schon scheiße sein, dass das passiert oder gegen sehr aggressive Gegner kämpfen. Was Kinich angeht, er macht halt mit seiner Signature, also wir reden mal von mit Signature, sonst reden wir nicht auf dem gleichen Level, und ohne Constellations, nehmen wir noch an, Mavuika kommt raus, weil das die Sache ist, Chaska hat schon ein vollständiges Team, wenn sie rauskommt. Ja, ja, und eben. Dings, das wollte nicht. Ich auch eben noch anmerken. So. Kinich also nicht. Ja. Tomat kommt mit Pipo Feed. Also Kinich macht bei mir derzeit so um die, ich glaube, ja, 240k pro Skill oder sowas. Oh, what the fuck, das ist echt gut. Und das ist halt nicht mal mit ausgemaxten Freena-Stacks. Weil Bennett ist ein Single-Target-Healer. Der healt nicht genug. Ich habe nicht Freena C2. Ja, es kommt drauf an immer natürlich so ein bisschen. Aber ich denke mal, es sind so in etwa 200 bis 300 pro Charge-Attack auf einem Elemental-Skill mit einem... Ey, was, wovor ich Angst habe? Ja, was? Nächster Patch. Wenn zwei neue Artifact-Sets wahrscheinlich kommen und eines davon so ein Pyro-Main-DPS-Set ist. Das wäre schade, ja. In der Tat. Weil ich meine... Also ich würde... Ja, nee, mal also wir haben ja auch schon teilweise Kit-Leaks von Mavuika bekommen. Keine Sorge, sie wird nur Main-DPS sein mit Constellations. Ach. Nee, guck mal. Wie gesagt, Kinich macht bei mir, zugegeben, er hat glaube ich ein Top 1,2% Bild. Das heißt, wenn ich es dir so sagen soll, Kinich hat auch einen stabilen, genau, 1,123% Bild. 1123, das ist wild. Genau, er ist ziemlich gut gebildet auch. Aber er hat keine Signature, das heißt, angenommen, er hätte die gleichen Stats oder gleiche Qualität an Artefakten und würde dann noch seine Signature haben, dann würde ich sagen, macht er normalerweise pro Charge Attack schon so stabile 300k. Und wenn er so 4 bis 5 pro Rotation hinbekommt, ja, kannst du dir denken, wie viel Schaden das ist. Ja, holy shit. Ich denke mal, Chaska wird weniger Personal Damage machen, aber ihre Teams sind halt nicht Hyper Carry Chaska. Sie ist ja so... Ja, ja. Genau. Deshalb denke ja, ich mal so, Chaska wird wahrscheinlich so um Kinich Level herum sein. Super cool für Exploration. Ja. Komm, ich mal noch eine bis Run jetzt, wo wir schon die ganze Zeit über Combat reden. Aber ich habe so ein schlechtes Gefühl. Also, ich schauen, ob man Monani auf zweiter Hälfte spielen kann. Dass ihre eh wahrscheinlich wieder so unbefriedigend kurz anhält nur. Außerhalb von Netland, ja, es macht Sinn, sonst wäre sie auch viel zu overpowered. Aber ich glaube, es ist trotzdem länger als Wanderer. Ja, ist es. Ja, wäre sonst auch dumm so. Nein, sie können doch einfach schneller sein. Und ah, gleich ja, lang dauern. Das wäre auch etwas. Und sie ist, glaube ich, sowohl schneller als auch. Hält sie länger. Ja, schade. So, die kommt irgendwie dreimal so weit wie Wanderer. Wenn du nicht sprintest. Wait, ich wollte bei Excel schauen. Ja, das ist schade für Wanderer. 07 Wanderer, indeed. Ich habe das Bild sogar meine XL nicht mal um. Ich belasse es einfach bei diesem komischen Bild hier. Und dann kommt hier ein Nivellet Free Nakazuha. Holst du auf irgendeinem Account auf Chaska oder nicht? Ich schau mal, ob ich auf meinem zweiten Account pull. Es ist jetzt richtig dumm, aber ich habe jetzt mal. Wie heißt sie? Deja auf dem vierten Slot für mein Kasu, für mein Nivellet-Team. Let's fucking go.
Ah, Mann. Hast du wenigstens Pack Jade auf deinem Levelet? Ah, nein, ich. Nein, wäre es nicht noch effektiver so, wenn du jetzt wenigstens das Psych Jade auf deinem Levelet dann hättest, wenn du schon Daya spielst? Warum das? Weil es noch mehr EM gibt für Levelet. Hä? Ist nicht so, wie wenn er beben wird. Vielleicht einmal alle 10 Jahre. Nein, überhaupt nicht. Nein, das hat der zu wenig. Okay, ich weiß es, ich kenne Daya. Nee, weil Freena ja unfair ist. So, Daya hat nur einmal alle 2,5 Sekunden eine Pyroplication. Genau, das ist fast schon wie Albedo. Einfach ein besser. Bro, Albedo ist so Liga-S. Ja, das glaube ich. Ja, was denkst du, wie oft hittet Albedo? Einmal alle 2,5 Sekunden. Woher weißt du das? Gefühl. Aha, nee, das ist nice. Oh mein Gott, hab ich schlecht gespielt. Wie hat er das aber überlebt? Der, Mann, bin ich sauer. Ich bin grad nicht sicher, wie das gelaufen ist. Ich hab nicht so viel Parallel. Ja, alle. Ja, alle 2 Sekunden. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es langsam ist. Alle wie viele Sekunden? Alle 2. Und dann macht es auf Skill Level 8 200% von seiner Defense Schaden. Schuldig, bitte voll Damage. Ich weiß. Schade, Bro. Schade, was ich gespielt habe. Was ist das denn gewesen? Frosch would not be amused. Also wirklich, Albedo muss schon genervt werden. Genervt? Ja, ja. Ja, stimme ich zu. Zu stark ist er. Was ist denen damals eingefallen, einfach so einen starken Charakter zu releasen? Bro, es ist doch so dumm. Chiori macht auf Skill Level 1 mit ihrem Upward Speed mehr Damage. Ja, Chiori macht schon auf Skill Level 1 so mit einem sie machen Out Damage gefühlt schon als Demo auf Skill Level 1. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sie alle 2 Sekunden hittet. Ich habe das Gefühl, sie hittet sogar langsamer. Das kann. Ja, alle 3,6. Egal, ist trotzdem besser. Alter, ich höre, ich check einfach nicht, was der Sinn von der Bildung war. Warum bin ich so schlecht in diesem Spiel? Sowieso haben sie Albedo geaddet. Er macht einfach keinen Sinn als Charakter. So, was soll sein Kit überhaupt sein? So, warum hat er in seinen Constellations Plunge Damage Bonus? Warum gibt er EM mit seinem Burst? Einfach ein Depp. Plunge Damage Bonus, weil er ja der Fahrstuhlmeister ist. Das heißt, er kann von seinem Fahrstuhl aus plungen. Und Element Geil. Mastery, weil sie dachten, vielleicht kannst du mit Bennett das jetzt plungen. Und dann kannst du so Damage machen. Oh, ich hasse mein Leben. Ich dachte, der absorbiert so. Macht Sinn. Ja, aber also, das ist wirklich einfach nur ein seltsames Kit. Wirklich, Albedos Kit fühlt sich schon einfach so an, wie so, als hätte man so einfach so einzelne Kit-Teile entworfen und dann hat man sie so zusammengemischt und dann das rausgezogen. Was zu seiner Persönlichkeit. Korrekt. Aber, also. Vor allem finde ich Zephyrus cool, aber. Das ist wahrscheinlich Ass. Bitte was? Zephyrus finde ich irgendwie cool, aber er ist wahrscheinlich Ass. Auch auf C6 ist er wahrscheinlich okay.
Was? Nein. Sagt wer? Ich habe gesagt, ich denke. Es war auch ein bisschen eine Frage so. Achso, ne. Es ist ziemlich gut, wenn du ihn spielen kannst und das kennst, noch zu spielen. Also nicht empfehlenswert zu spielen, aber wenn du ihn spielen willst, ist es ziemlich okay. Aber nicht nur Cancer wie Garming? Nein, nein, nicht mal annähernd. Er ist spielbar. Ich hab mich so gefreut am Anfang, dass es D6 Garming hatte und dann. Und dann hab ich ihn gespielt und dann. Ja. Ich glaube, man muss nicht mal erklären, was dann war. Bro, what the fuck? Okay, vielleicht war es doch keine so schlaue Idee, mit Mualani hier anzutreten. Das ist ja übelst behindert. Ich finde C6 Garming nicht so witzig. Das ist ein Bait. Ich finde generell Garming nicht witzig. Genau. Ich finde es witziger. Aber das Ding ist, wenn er halt jetzt nicht die Energy Problems hätte, dann wäre er viel zu crack. Ganz ehrlich. Sie hätten einfach seinen Damage geringer machen können und ihm einfach ein bisschen mehr Quality of Life geben können. So dass man scheinlich 10 Jahre lang rennen muss zu ihm. Und dass er keine Energy Problems hat, so. Genau. Es ist halt so, er ist ja komplett unviable. So, er ist zwar theoretisch der zweithöchste DPS im Spiel, also hat das zweithöchste DPS, aber keiner spielt ihn. So, Alekino hat das dritthöchste jetzt. Mualani hat das ersthöchste. Jeder spielt nur noch Mualani und manche spielen Alekino. Aber keiner spielt Gumming, obwohl er theoretisch genau in der Mitte ist von dem Band, weil er einfach so scheiße ist. Du kannst ihn halt so in der ersten Rotation spielen. Ja, das war's. Ja. Das ist schon witzig. Nein, eigentlich nicht. Ja, mir gefällt's ja nicht so. Ich glaube, das ist auch zu invested, oder? Was? Hast du viele in ihn invested? Oh mein Gott, was hab ich gemacht? Ich habe in ihn insofern invested, dass ich halt seine C6 bekommen habe auf meinem zweiten Account und ihn da auch gebildet habe. Aber habe ich ihn insane invested? Nee. Ich meine, magisches Hunter farmst du so oder so. Ich hab ihn auf dem Talent Level 9 und ich habe extra eine Waffe für ihn gelevelt, die ich sonst nicht gelevelt hätte. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich sagen würde, ja, das ist das größte Investment meines Lebens. Ich habe jetzt nicht so viel reingefordert. Für ihn, wie hier in was weiß ich was. Scheiße. Ich überlege gerade so hart, welche Waffe ich auf meinem Schau spielen kann. Guck mal. Ja, keine. Also ich habe seine Signature, aber es ist so dumm, weil. Weil du magisches Hunter spielst und dann zu viel Crit Rate hast, ja. Genau. Ja. Deshalb ist Homer seine beste Waffe. Ich war. Bro, seine Signature ist so ass. Ich check immer noch nicht, warum. Nee, seine Signature ist immer noch seine beste Waffe, wenn du das andere beste Set von ihm spielst. Ach, das andere beste Set willst du ja nicht spielen. Weil, also willst du nicht farmen, my bad. Ah doch, schon. Also das würde mich nicht stören. Also ich dachte, das Set wäre einfach signifikant schlecht, aber wenn du sagst, was? Das nein, ist basically gleich gut. Ah ja, dann. Tschüss, dann gehe ich jetzt erstmal. Nein, das würde ich auch nicht empfehlen, weil du dann nur für Ayato und Chiao farmst und niemand anderes. Ich hatte es früher gefarmt, einfach weil Chiao. Dann strongbox ich. Okay, das kannst du noch machen. Ja, weil dann bekomme ich nicht das komische Ayato-Set, von dem ich Albträume bekomme. Nix vom Ayato-Set, Albträume. Ja, einfach weil es Ayato ist. Hast du das? Ja. Nein, das ist auch gut so. Kann gern so bleiben. Ich weiß. Und Chris auch im Offering. Das klingt irgendwie, ich weiß nicht. Speziell. Bitte was? Ist das Set gut? Das Set. Das von Ayato. Es ist okay auf manchen Charakter, aber die Charakter magst du nicht. Es schief. Ich weiß, was mich halt triggert an Xiaos Weapon.
Hallo? Crit ich auch mal? Hallo? Bro, ich hab 10 oder 20 mal hintereinander nicht gecrittet mit Xylonen. Oh, jetzt ein Crit, congrats, ich hab's gesehen. What the fuck? Okay, ich muss gleich prüfen, was meine Crit Rate ist. Auf Xylonen, ne? Ja. Hm, schade. Schade. Oh mein Gott. Bro, was war das? Das kann nicht wahr sein. What the fuck? Also live. Live Reaction, ne? Was ist meine Crit Rate auf Xylonen? Bro, mir fehlen die Worte. Hoffentlich nur so 5 oder so. 20,9. Das ist schon schade. I mean. How? Bro, ich muss nachzählen, wie viele das waren. Kann ich das selbst klippen? Ja. Oh ja, kannst du. Aber ich glaube, das reicht wahrscheinlich nicht auf den 30 Sekunden Clip. Ja, die Clips gehen zwischen bis eine Minute lang. Oh, das haben sich verändert, oder? Ja. Also, wo war's? Ich glaube, es ist schon zu spät, oder? Nee. Alter. Also, ich zähle das jetzt ja wirklich durch. Okay. Okay, wait. Boom. Okay, ich glaube jetzt, ich mach von hier aus. Bis ganz zum Schluss hier, solange es geht. Mhm. Genau, kann ich einfach sagen, okay, das ist jetzt der Clip. No crit. Okay, 1, 2, okay, what the fuck. Ich schau's mir gleich nochmal in langsamer an. Alter. Bro, was ist da? What the fuck? Das. What? Oh mein Gott, ist das ein Witz. Oh, da ist ein Crit, schön. Wait, what? Warum kann ich es nicht laden? This video download was cancelled. Schade. Ich downloade mal kurz. Yo, ich hab grad drüber nachgedacht, was ein Weg ist, wie ich an Klingelpuls für Standard Banner komme. Weil ich dort irgendwie 7 Pity hab und ich bald einen Forster Charakter ziehe. Und wer weiß, es könnte halt. Ich hab auch Martin Charakter. Was? Sorry? Ich level jetzt Charakter, damit ich Standard Banner Pulse bekomme. Mach das. Ja. Ist eine gute Idee, oder? Why not? Vor allem außerdem, ich meine, Charlotte nie Charakter zu leveln, also. Okay, wir zählen es jetzt durch. Außer man levelt irgendwie so. Okay, ja. Hab ich eh schon gemacht, also. Ja. Okay, ich zähl's jetzt durch. Digga, warum ist die Qualität so arsch? Anyways, 1, 2, 3. Ich hasse es, Twitch-Clips zu machen, weil es immer so lange lädt und so verbuggt ist. Ja, was ist das aber auch? Ich glaube, ich war bei 4, ne? Genau, Xenon hat 4. 5, 6, 7, 8. Ja. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17? What the fuck? Nein. 17! Was ist das? Also, Bro, das muss ein Witz sein. Das muss ein Joke sein. Wait. Das ist bodenlos. Also, wir haben ja eine 79,1%ige Chance, dass es passiert. Denn ich hab ja, genau. Das 17 mal hintereinander, ne? Ja. Also ich hab mehr gezählt, aber wir haben halt. Also ich weiß nicht. What the fuck?
eine 1,86% Chance. Ist noch nicht so ludicrous, wie ich dachte, aber es ist schon. Du doubtest schon so, ob du wirklich in der Realität lebst oder ob das nicht eine Matrix ist hier, Bro. Escape the Matrix. Die Leute wissen's. Wir werden nur kontrolliert von da oben. Alter, what the fuck? 17 Mal! 17 Mal ohne Crit! What the fuck? Also das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Das ist schon traurig ein bisschen. Ja. 1,86% Worst Case. Holy shit. Also, holy shit. Boah. Aber da muss ich jetzt so random Character leveln. Mika zum Beispiel, ja, das klingt doch gut. Es ging, um ehrlich zu sein, nach einer richtig dummen Idee. Nein, Spaß. Wirklich? Ich finde, nee. Mika ist ganz low-ass. Ich finde, der ist eigentlich ziemlich gut. Ja, ich habe also jetzt was gesagt. Nein, aber ganz ehrlich, ich finde ihn nicht so ass. So, ja, er ist besser als Charlotte. Und Charlotte ist nicht ass. Ja, also ich finde ihn wirklich nicht so schlecht. Ich mag einfach ihn nicht so. Ja, wer mag ich ihn auch? Ich habe einfach sein persönliches Problem mit ihm, aber... Ja, ja, same bei mir. Aber so über seine, also so seine C6 dazu würde ich nicht nein sagen. So, hätte ich seine C6, ich würde Instant Yula spielen. Wahrscheinlich so Crit Damage. Ja, und zwar 60%. Ja, ich weiß nicht, ob ich Yula dann auch noch spielen würde. Oh, also erstens, ja. Ich habe sie natürlich nicht, aber zweitens, ich weiß nicht, ob ich sie dann spielen würde, wenn ich es könnte. Ich schon, weil, also... Weil looking? Vielleicht. Wait, what the fuck? Ja, also, weißt du... Mika gibt ich finde auch die komischsten Bugs der Welt. What ja. the fuck? Oh mein Gott, bist du gerade in Sumeru? Die sind so verbuggt, die Tyler. Die sind so verbuggt. Ich bleib dort auch immer stecken. Einmal, ich bin so mit einem... Ich hab dort geplanscht und dann war ich so stuck. Und erinnerst du dich? Und dann ist so die Fallanimation so weggeglitscht vom Charakter. Erinnerst du dich dran oder hast du es schon verdrängt? Nee, ich erinnere mich dran. Ich hab's ja auch mal gemacht. Ja, what ja, genau. What the fuck? Was ist das? Die Teile sind so verbuggt. Ich weiß nicht, was sie mit denen angestellt haben. So, jetzt muss ich... Halo-Blumen. Wo kann ich die noch finden? Wie heißt diese... Hier, Pardis... Hadisara. Nein, es ist Pardis... Dial, oder wie dieser Ort heißt. Da findet man die, glaube ich. Ja, nee. Nee? Oder meinst nee. Du? Doch, doch. Hier sind voll viele. 1, 2, 3, 4. Oha. 4 Stück. Wait, von wo sprichst du? Es hat so wie so ein... Meinst du den Untergrundpart? Nein, es hat wie so ein Garten an einer Stelle. So ein Gewächshaus. So sieht das ein bisschen aus. Und dort drin sind so... Ach, Pardis Diae. Ja, genau, ja. Ja, dort gibt's ein paar. Nee, ich kann das überhaupt nicht aussprechen. Ich habe halt keine Ahnung, wie man die Scheiße ausspricht. So ja, DH verwirrt. Das ist nicht richtig. Ich habe das ausgesprochen, was die in der Archon Quest immer sagen. Aha. Darf ich in deiner Welt ein paar Pardisaurus nehmen? No. Ich meine, mir fehlen halt nicht mehr viele, oder? No, Spaß. Das war dieses, kennst du dieses May I have some oats, brother? Ja, kenn ich. Das war so angelehnt an das. So ein aggressives Nein! So ohne Grund, aber trotzdem ernst gemeint. I am starving, brother. So, jetzt musst du das Zitat weiter fortführen. Nein, warte, ich hab schon alles vergessen. The tall, skinny figures thrown the oats to me. Me, brother!
kennst es komplett auswendig. Nein, aber so ein paar. So ein paar Lines. Ja, aber es ist schon witzig. Wann hast du das erste Mal gesehen? Boah, ein bisschen her ist es schon. Auf jeden Fall. Ich finde, das davon hat es auch so viele Varianten. Ich bekomme das bis heute noch ab und zu auf meiner YouTube-Ding recommended. Ich nicht, ich habe es einmal recommended bekommen, dann habe ich es noch einmal gefunden. Und dann, ich bekomme das einfach immer noch so recommended. Ja. Aber ich finde es auch witzig, also. Ja, die Frage ist, wie witzig es am Ende ist, aber am Anfang ist es schon ziemlich witzig. Es hat schon eine gewisse Message vielleicht mit sich. Ob sie ironisch übertragen werden soll oder ob sie ernst gemeint ist, I don't know. Ich glaube, die Message ist ernst gemeint, aber sie soll in einem, also in einem witzigen Weg übermittelt werden, weißt du, was ich meine? So ähnlich wie wenn man, Genau. Ja. Also so, ja, es ist schon ernst, aber. Ich hab morgen bis 19 Uhr Uni, ne? Und dann gehe ich noch wahrscheinlich mit ein paar Kumpels raus. Alter, morgen wird heftig. Just by the way, sorry, ja. Red du weiter. So wie was nochmal? Nein, ich bin eigentlich fertig. Es ist einfach ähnlich wie South Park zum Beispiel, oder? South Park, ja. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das dann so lustig dargestellt ist, so richtig. Das Lustige ist einfach nur diese eine aggressive Ablehnung. Der Rest ist ziemlich ernst, fand ich jetzt so. Ja, eigentlich schon. Aber es ist halt, also, ich sag, es ist nicht so komplett ernst, weil, ich mein, es ist schon so ein bisschen gemacht, dass man es ein bisschen witzig finden kann. Ja. Ich mein. Oh, ich hasse es hier in Aranara Village. Ja, hast du alle? Na, ein Scheiß! Wie sehe ich aus? Ey, mir fehlen, glaube ich, noch so 5. Und ich habe die alle ohne Interactive Map gesammelt. Erinnerst du dich? Ja. Ich mach das halt nicht. Ja, das Ding ist, bei mir jetzt noch so 5 fehlen, ist ja. Ich hab jetzt keinen Bock, die zu suchen, so. Ja, hätte ich auch nicht. Aber ich finde, die sind nicht, also eigentlich schon, ein paar davon sind schon sehr fies versteckt. Ich erinnere mich an einen, der war so halb out of the map. Da musste ich irgendwie so 30 Laubhaufen mit Anemo wegblasen. Und dann kamen immer neue Laubhaufen und dann auf einmal ist so ein Aranara aufgetaucht. Schade. Zu spätestens da wusste ich so, dass ich es nicht schaffen werde, alle zu finden. Weil. Ja. Ja, das ist schon eine Interactive Map Only Quest eigentlich. Ich glaube, selbst wenn du sie mit Interactive Map machst, kann es schwer sein. Ja, falls du so den einen oder anderen vergisst. Oder übersiehst. Das ist einer der Gründe, warum ich Interactive Map nicht mag, weil wenn man das dann, wenn man sich dann voll dran hält und was übersieht, dann muss man alles nochmal ablaufen, ohne dass man wirklich Spaß hat. Ich weiß nicht. Der einzige Grund, weshalb ich Interactive Map benutzen würde, ist, um Collectibles, wichtige Collectibles zu locaten. Hast du die Zwiebel maxed out? Ein Scheiß. Ich hab die Zwiebel maxed out. Ja, das glaube ich dir auch irgendwie. Wenn du nach Aranaras suchst. Ich glaube, das ist scheiße, du suchst nach Aranaras. Also, ich meine, soll ich dir sagen, dass hier eine Chest ist? Wo ich gerade stehe, ist so eine Challenge. Ja, es gibt einige Challenges, die ich einfach ignoriert habe. Und da hinten ist auch noch eine Chest. Hä? Bro, hast du einfach so keinen Bock gehabt, die einzusammeln? Ja, ich habe die legit ignoriert. Also sehr viele Sachen ignoriere ich einfach. Falls es dich triggert. Hehehe, falls nicht, ja. Ja, also mich triggert es ein bisschen, weil. Mein Xylon hat's auch getriggert. Wo hat's noch von den Blumen? Wie viel fehlen mir überhaupt noch? Ich gehe sonst einfach zu wem anders und gehe wieder an die Spots, die ich kenne.
Warst du schon in the Palace of Alcazarzaray? Nee. Nordöstlich. Ja, doch. Ah, da auch bei seinem komischen Da Teil. gibt's ziemlich viele. Das ist so der beste, der eine beste Spot, glaube ich. Wenn du irgendeinen Charakter hast, der die locaten kann, lohnt es sich schon dorthin zu gehen. Hainari? Kann der das? Technologie. Oder wie auch immer. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur das ausgesprochen, was Sykes mal gesagt hat. Sykes hat ihn mal so genannt. Tichinari, was? Technari oder sowas, ja. Ich weiß was, das juckt ja auch wirklich nicht. Aber es klingt tatsächlich vernünftig. Also, es klingt, als könnte es stimmen, so. Okay. So, mir fehlt noch eine, mir fehlt noch eine. Bitte, 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 hier. Sind die unten beim Wasser oder sind die... Ich habe gerade nachgedacht über die Aussage, so es könnte richtig klingen. Mir fällt so auf, Schau könnte auch richtig klingen. Aber Was ist es könnte... halt nicht. Sax sagt auch Schau. Schau oder Jau oder was auch immer. Wie heißt der? Ja, Schau. Ja, das ich für mich klingt fast gleich und Jau ich und kann Schau ist ja ah so weit voneinander, das ich ist kann halt crazy. Ciao kann ich nicht sagen. Ich sag auch Ciao, weil ich kann das andere nicht aussprechen. Ciao. Es ist close enough. Es ist definitiv closer als Schau. Ciao. Ja. Ciao. Ja, es ist einfach so wie ein Ich. CH. Das X. Ciao. Ja, und dann Ciao. hast du halt eigentlich einen flachen Ton. Ein Chau. Nicht Ciao. Chau. Ciao. Ja, close enough. Ciao. Jetzt war das Egal. so ein verkrüppeltes Chau. Was du gesagt hast oder so. So ein verkrüppeltes Ciao. Klein. Egal. Ja, Passt schon. alles gut. Es klang einfach nur lustig. Ich weiß, ich konnte ihm gerade kurz nicht zuordnen, was das sein soll. Und dann, oh, nee, never mind. Wobei, vielleicht habe ich es auch nicht immer richtig zugeordnet. Weil es halt nicht eine richtige Betonung hat. Du weißt ja im Chinesischen, du kannst die gleiche Silbe haben mit unterschiedlichen Betonungen. Ja, Das ist dann ja. halt, das macht die gesamte Welt. Ja, das weiß ich. Ah, jetzt kann ich Ja. craften. Oh, warte, wie viel fehlen mir? Was zum Fick craftest du? Steine. Ja, genau. Und noch Crystal Cyst Dust. What? Keine Was? Da Ach so, du meinst von diesen komischen Fungi. Ja, genau. Das braucht. Aber davon habe ich so viel, das ist insane. Bisschen triggert's mich schon, wenn ich mit Xelon schwimme, dass ihr Schwanz da hinten so komisch ist. Nee, ich habe das nie gemerkt. Ja, ich schwimme halt gerade mit ihr. Oder bin geschwommen. Mich stört das jetzt nicht so sehr. Ich bin jetzt. Also, ich Ah. finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, es ist jetzt auch nicht so todesschlimmer. Ich denke mir so, Bro, was ist das? Warum hat die einen gottverdammten Schwanz, ey? Was ist das? Was ist das, Bro? Aber ich muss sagen, ihr Endgame-Mod mag ich schon noch deutlich mehr als ihr Drip-Marketing. Stimmt, dass es, wenn ich in deiner Welt einen Single Pull auf Standard Banner mache, dass ich mehr Glück habe? Oh, what the fuck? Sure, go ahead. Try your luck. Ich habe jetzt ja gerade insanes Pech auf der Welt gehabt, also müsstest du jetzt gutes Stack Was? abzapfen können. Linkshot! Wow! Ist es Was? OP, oder? Ja, das ist besser als eine Six-Star-Weapon. Ich meine, es gibt hier Crit Rate. Ja, crazy. I mean, auf Tainari ist es ja so die beste Option, abgesehen von seiner Signature. Und eben haben wir noch über Tainari geredet. Schau, das Boah, Spiel gibt das. mir genau, was ich will. Das heißt, wenn Boah, ich jetzt ja. gleich über Hast du mal Arusane rede, gebildet? dann. Auf meinem zweiten Account habe ich ihn auf Level 40 und da spiele Stark. ihn halt in Endy-PS.
auf Level 4. Bro, welches Adventuring bist du? 2? Ich glaube so 20. Ja, okay. Aber ich habe Shenyue Vale habe ich schon irgendwie so auf 100% dort. Ich bin dort einfach gleich am Anfang hin erkundet, das war so geil. What the fuck, warum? Ich hätte keinen Bock, das nochmal zum zweiten Mal zu erkunden. Was ist das denn? Hä, fandest du es nicht geil? Also ich fand's cool beim ersten Mal, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich noch ein zweites Mal machen werde auf 100%. Aber es war so schwer. Die Gegner dort waren viel zu hohes Level für mich. Ist, weißt du, diese Combat Challenges an den Flowern, an diesen Ranken, die aus dem Boden kommen, ah, ja, wo man sich dann ranziehen muss, um die zu zerstören. Alter, ich war an einem von dem, saß ich irgendwie eine Stunde dran. Es war so schwer. Warte. Stunde ist krass. Was kann ich? Oh ja, Goro muss ich leveln. Bro, du willst den Hund leveln. Nee, Goro level ich nicht, weil der braucht die Dinger von den Geistern da. Ich salvage mal kurz ein paar Artefakte, oder? Oh, das ist gut. Ja, nee, actually, nein, lass ich. Yin Yan wird gelevelt, weil sie super. Okay, hast du actually vor, jeden Charakter zu leveln? Nein, aber ich hab die Materials und dann kann ich mir einfach instant so schnell einen Pull holen, oder? Wenn so. Also ich mach die meisten Charakter, die ich bekomme, level ich auf 60, oder? Ja, ich würde das jetzt halt nicht machen. Ja, halt einfach. Ich schon. Ich würde sie halt auf 50 von 60 maximal machen. Ja, das meine ich, das meine ich. Ja, dann sag sorry. 50 von 60. Ja, okay. Sorry. Alles gut. Halt einfach so eben, so, weil es ist halt immer ein Free Pull, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht mal, ob ich das dann noch als Free Pull bezeichne, wenn du halt dafür sogar noch insgesamt 6 Boss-Mats fahren musstest, also minus 80 Resin. Ja, aber ich bekomme ja Adventure Rank XP wenigstens. Ist mir egal dann. Ne? Brauchst du überhaupt noch Adventure XP? Du bist doch schon 58. Ja, aber 60 sieht schöner aus. What the fuck ist das für eine Anordnung an Charakteren? Warum ist XQ auf der 1? Ich bin nicht so Jeff. Ich bin sogar schon bei der Hälfte von 58. Weil Netland hat so viel in der Main Story, die Main Story hat so viel Adventure Rank XP gegeben. Es hat irgendwie so 10.000 pro Quest gegeben. Das ist voll viel. So Tomate, das ist der einzige Grund, warum Tomate so ein hoher Adventure Rank hat. Ja. Also ja, er hat auch noch viel gespielt, aber die Quest hat richtig viel gegeben. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Dass die Quests viel XP geben? Ja, nein, aber die hat wirklich viel gegeben, so. Also die hat, glaube ich, nochmal um einiges mehr gegeben als Team Fontaine. Ja, Conquest. Mhm. Von Netland, ja. I mean. Lass mal kurz nachschauen. Die hat so 10.000 gegeben manchmal, das war schon viel. Okay, ich schau mal kurz, zum Beispiel Bedtime Story. Es kann natürlich auch sein, dass ich keine Ahnung habe. Ja, ich werde es mal kurz vergleichen, um zu sehen, weil es ist mir noch nicht aufgefallen. Okay, 875, 1000 und World Order Narration gibt 1125. Das war jetzt die letzte Fontaine Quest. Ja, und jetzt pass auf. Netland. A New Adventure. 1000. Was? Ja, 10.000 macht doch überhaupt keinen Sinn. 1225. Home of the Hot Springs. 1000. Es ist mehr. Aber wenn man die Zeit mit einberechnet, ist es weniger. Ich könnte schwören, dass ich mehr als... Nee, 10.000 ist unrealistisch. 10.000 ist ein Joke. Das kann gar nicht sein. Da habe ich mich verlesen wahrscheinlich. Ja, das macht Sinn. Rainbow Design... Destined to Burn.
So, hier haben wir 6 Parts. Hier könnte ich mir vorstellen, dass es relativ viel gibt. Du kriegst 38.000 Mora. Vielleicht hast du es irgendwo bei 10.000 Mora verschaut oder sowas. Oh, das kann. 875. Das kann gut sein. 625. 1125. 1225. 775. 700. Es ist viel. Aber Ist ein wenn es. Aura-Nora-Tingling. Ich sammle die nicht ein. Danke für den Tipp, aber ich sammle die Action nicht ein. Ich sehe die und sag nein. Ich weigere mich. Boah. Ich suche gerade so eine Blume, die ich brauche. Für... Ah, jetzt hab sie. Ich level gerade Tainari, weil von ihm habe ich alle Mats. Für 50 von 60. Meinst du, Plansch-Xylon ist der Way to go? Mit C6, ja. Yeah. Ohne C6, ich weiß. Wobei, warte, mit die C6 bufft, glaube ich, nicht mal die Plansch-Ding. Sie bufft ihren Damage allgemein um Aha, eine okay. Riesenmenge. Aber ihre Plansches haben generell einen Defense-Multiplier. Oh. Ja, dann. Geil. Und ihr Defense-Multiplier ist. Ich vergleich's mal kurz. High Plunge 172% Defense. Wait, okay, ihr. What? Ja, oder ihr Plansch hat gar nicht so nur das Scaling, glaube ich. Oder doch. Auf Level 2 hat sie schon 172% Defense Scaling. Ist das gut? Ja, ist. Ich vergleiche es mal kurz mit zum Beispiel Kazuha auf einem 8er Talent. Er hat Okay. ein 349% Attack Scaling. Die Sache Ja. ist, Defense kriegst du eine Menge mehr als Attack. Holy shit. Ich glaube, das ist ein Stück mehr wert als das, was Attack-Skill haben. Typische, aber ich kann es auch nicht festsagen. Es ist seltsam. Sagen wir es mal so, es ist zumindest seltsam. Ich schaue mal ganz kurz auf der Wiki nach, was ihr Xelonen hat einen Plunge-Multiplier von. Ja, Plunge-Damage. Sagen wir mal, High-Plunge ist das, was wir betrachten, auf Talent-Level 10. 305. Okay, das ist stupid, bro. Also deine Welt bisher hat mir jetzt nicht so viel Glück gebracht. Ja. Schade. Aber warte, du musst auch abwarten. Ich zieh gleich Farosa an. Ich würde es Und nicht wann darf ich? bezweifeln. Ich bezweifle es schon, um ehrlich zu sein, aber. Okay, was brauche ich? Crystal Marrow. Sind die nervig? Das sind die Sayu-Teile. Nee, ich level gerade Aloy. Ey. Ja, ein weiterer Grund, einfach Aloy nicht zu bilden. What the fuck? Bro, hell no. Ja, Bekommt also, wenn du sie einen finden kannst, ist ja Ult. klar. Außerdem habe ich die Boss-Match schon, weil die habe ich damals gefarmt für Yula, weißt du, und ich habe noch 10 von denen übrig. Ich muss auch Ja, sagen, ich wobei ich wollte glaube, eigentlich. Ja. hat Julia diese Boss-Mats gebraucht? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Wait. Auf jeden Fall habe ich nur. Warte, ich kann es kurz nachschauen. Ich meine, Julia ist. Ja, hat sie gebraucht, genau. Deshalb Ja. habe ich so viele von denen. Ja, warum hast du dann mehr von denen dazu brauchst, aber? Aha, einfach weil ich damals so gefarmt habe, ohne das Spiel zu checken, oder? Schade. Außerdem habe ich die damals, ich habe mein ganzes Resin nur in das reingepumpt. Warte, wie viel hast du von denen? Also, ich hatte, glaube ich, also, ich glaube so 20 bis 30 geht Okay. noch. Ich dachte gerade, Aber ich habe. du wolltest sowas sagen wie 100. Nee, ich habe dann schon geschaut, ob ich dann so Character Level, die brauchen, oder? Ja.
Ich wollte eigentlich aufgehen. Demnächst, also zumindest aus dem Account raus. Na, hab ich mir schon fast gedacht. Ich wollte eigentlich so schon seit etwas längerem weg. Weg? Also auch von diesem Account, ich bin dann noch da, weil ich werde lernen, aber... Aha, ja, ja. Okay. Das ist auf jeden Fall effektiv, für L-Läufer anzugehen und hilft meinem Account bestimmt weiter. Ja. Ich hab... Mann, ich könnte bald... Also, ich könnte auch jetzt theoretisch Kirara auf Level 80 von 90 packen. Ich könnte Kolle auf 80 von 90 packen. Ich könnte Dori auch auf 80 von 90 packen. Aber es gibt halt keinen Impuls. Ja, doch, natürlich. 80 von 90 gibt ja, keinen Impuls. Ich hab Kirara auf Ascension 4. Ich hab Kolle auf Ascension 1 und Dori auf Ascension 0. Noch 3 plus 2 plus 1 macht 6 Puls. Krass, 6 Puls, Jingling! Das ist der way to go. Ja, aber also, ich mach's nicht jetzt. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Doch aber. Ich spare gerade ein bisschen Ressourcen, damit ich Mona leveln kann. Wenn ich Mona leveln kann, versuche ich die anderen auch noch zu leveln. Wenn ich zu wenig Mora hab, dann ist es so, wie es ist. Ich glaube, ich mach's in der Priorität. Ich hab zu wenig Pages. Ja. Wie viel braucht man überhaupt? Ich habe 733. Ich glaube, das reicht nicht ganz für 3 Charakter. Nicht ganz. Ich glaube, man braucht ein bisschen mehr als nur das. Pass auf. Ich habe 20 Pages im Moment. Was? Wie fasst du? 20. Ich weiß. Insane, oder? Wow. Chill mal. Warum hast du so viel gefarmt? Ich habe die actually richtig viel gefarmt. Ich habe mal so 500 Resin in die Dinge reingetan. Yeah. Wie heißen die? Ich hab schon den Namen vergessen. Resin. Die Leylines. 500 Resin, sagst du? Mhm. Meinst du ernsthaft, das ist viel? Eigentlich nicht, man aber... Man kriegt in einer Woche alleine schon insgesamt 1260 Resin in etwa. Auf natürliche Art und Weise. Das heißt, du würdest so sagen, du hast 3 Tage die Teile gefarmt. Digga, hast du Inazuma überhaupt explored? Nein. Außer Cedar Island. Ich bin gerade hier hin. Ich war gerade auf Kanazuka Island. Ja. Bro, hier sind so 20 Electrocali auf einem Haufen. Ja, da hast du recht. Ich hab's nicht explored. Trotzdem 65% auf irgendeine Art und Weise, aber... Ha, ja, ich meine, einfach, du warst halt da, oder? Und hast die Quest... Nee, du hast die Quest nicht gemacht, oder? Ja, doch. Ich habe den ersten Part der Quest gemacht. Der ja, war forced wegen der Archon-Quest. Mhm, weil ich werde von Blitzen geschlagen die ganze Zeit. Das heißt, du hast die Quest nicht vollendet, oder? Nee, ich habe nur den ersten Part gemacht, den du machen musstest für Wanderer. Weil du musstest ja damals Sumo-Quest machen. Du musstest ja mal gegen Wanderer kämpfen. Ja. Und du musstest deine History verstehen. Und du konntest deine History verstehen, indem du erzählst, was passiert ist auf Kanazuka Island vor Hunderten von Jahren. Ja! Ich hab komplett vergessen, dass man gegen Wanderer kämpfen musste. Und ich hab damals gedacht, was ist das für ein Clown, Alter. Jetzt, ich weiß wieder. Nee, du sagst halt, du musst ja in der Archon Quest gegen ihn kämpfen. Und dann erzählt er seine Geschichte so ein bisschen, weshalb er so entstanden ist, wie er ist. Beziehungsweise das passiert in der Quest danach, nachdem du gegen gekämpft hast, also die folgende Quest. Ich fand den richtig viel zu einfach, glaube ich. Also kann man den nochmal bekämpfen? Ist ein Weekly Boss, natürlich. Was? Bro! Nein, nicht den. Ach, egal. Hast du nicht mal in Inazuma gegen ihn gekämpft? In Inazuma gegen... Nee, da kämpfst du auch nicht gegen ihn. Ah ja, nein, du hast da gegen irgendeinen anderen Fatui-Clown gekämpft. Mit so Gift oder so, ich weiß nicht. Der hatte auch irgendwie ein spezielles Design. Ich hab den... In Inazuma kämpfst du gegen... Senora.
Ja, du kämpfst aber nochmal gegen jemanden. Nein. Doch, in einer Domain. Nein. Doch. Nein. Du kämpfst doch nicht gegen Scaramouche. Ja, nicht gegen ihn, aber gegen irgendwen. Okay, und wer soll das sein? Ja, ich weiß es eben nicht. Der hat so Gift benutzt. Bro, was für fucking Gift. Ich bin hier am Trippen. Ja, for real. Was für Gift, Alter. Aber ich bin mir fast zu 100% sicher. Also, es kann sein, dass ich am Trippen bin, aber... Warte. Ich geh mal kurz in meine Welt und man kann ja Domains replayen. Oder? Wie, was? Replayen? Ja, ja. Es gibt zwei Weekly Bosse. Es ist kein Weekly Boss. Du sagst aber gegen einen Fatui. Ich weiß nicht, ob es ein Fatui war. Aber ich weiß, der hat dann irgendwie, glaube ich, so Gift in den Raum gelassen oder so ein Shit. So ein schwarzer Nebel oder so. Ja, das war kein Kampf. Das war eine Animation. Okay, voll. Und es war mit Scaramouche, aber es war eine Animation, das war kein Kampf. Okay, gut, weil ich hatte noch in Erinnerung, dass man ihn irgendwie angetroffen hat, genau. Ja, dann, okay, gut. Dann habe ich bald über. Hey, ja, weißt du, wie lang das für mich her ist, in der Sumo? Für mich in etwa gleich lang. Aber du hast replayed, ich nicht. Denkst du, ich habe beim Replay aufgepasst? Ich habe das Clash Royale gespielt, Alter. Ja, aber ich meine, so. Ich kannte damals Scaramouche nicht mal so. Ja, ich auch nicht! Achso, du meinst beim Replay. Ja, aber beim Replay habe ich ja nicht gespielt. Da habe ich ja nicht aufgepasst, habe ich Clash Royale gespielt. Aber da hast du ja schon erkannt, so welcher der Charakter on screen ist, wenn er in-game ist. Ich hab nicht mal auf den Screen geschaut! Ich habe Clash Royale gespielt auf meinem Handy! Ja, okay, das. What the fuck? Wann muss ich's gesehen haben? Schade. Ja, ich glaube, ich beende mal kurz den Stream.